GTA 5 ist in jeder Hinsicht fucking crazy. Ganze 7 Rekorde hält das Spiel im Guinness-Buch. Kein Film, kein Musikalbum und auch kein anderes Medienprodukt auf der Welt hat bis heute so viel Geld eingespielt. Und wir wissen alle ganz genau warum. GTA 5 ist aber auch abseits vom Erfolg ziemlich extrem. Extrem zynisch und kontrovers, aber auch extrem umfangreich und unterhaltsam. Und auf jeden Fall eins der ersten Spiele, das mir vor die geistige Windschutzscheibe springt, wenn ich an Gewalt in Games oder an chaotische Multiplayer-Schlachten denke. Im kollektiven Gedächtnis verankert hat sich neben den ikonischen Hauptfiguren aber vor allem der eigentliche Star des Spiels. Die Stadt Los Santos. Und das vor allem, weil sie so wahnsinnig detailliert ist. Zum Beispiel. Wusstet ihr, dass in Los Santos jede Straße ihren eigenen Namen hat? Im Spiel erfährt man das aber nicht, denn es gibt keine Straßenschilder. Wenn man aber ins Taxi steigt, dann kann man dem Fahrer sagen, wo er einen hinbringen soll. Und dann wird einem im Taxi der exakte Name des Zielorts angezeigt. Für das Spiel ergibt diese Info nicht besonders viel Sinn. Man muss weder bestimmte Straßen kennen, um der Story besser zu folgen, noch kann man sich dadurch besser orientieren. Trotzdem ist Los Santos voll mit solchen winzigen Details. Das GPS-Signal zum Beispiel, das die Verbindung verliert, wenn man durch einen Tunnel fährt. Fahrzeuge, die nicht immer ganz perfekt auf Parkplätzen stehen. Oder die animierte Tankanzeige am Armaturenbrett, die sich aber nur dann bewegt, wenn ich ein Loch in den Benzintank schieße und mich in der Ego-Perspektive wieder ins Auto setze. Bei all der Liebe zum Detail kann man sich schon fragen, wozu eigentlich? GTA bedeutet für mich Action und wahnwitzige Überfälle. Warum sich also die Mühe machen, so viele kleine Details in ein Spiel einzubauen, wenn sie am Ende eh nur die Hälfte sieht? Oder vielleicht anders gefragt, muss Los Santos wirklich Straßennamen haben, um als funktionierende Videospielstadt durchzugehen? Jeder, der schon mal für längere Zeit in einer Großstadt war, weiß, wie lebendig Städte sein können. Deshalb ist eine beliebte Metapher für die Stadt auch der lebende Organismus mit einem Straßennetz, das wie ein Geflecht aus Adern Menschen wie Blutkörperchen von A nach B transportiert, mit einer Ansammlung in sich geschlossener Systeme, die wie Organe eine bestimmte Aufgabe erfüllen, mit einer eigenen DNA. Städte sind dynamisch, ständig in Bewegung und immer Work in Progress. Von riesigen Weltmetropolen mit Millionen von Menschen hin zu winzigen Kleinstädten, in der jeder jeden kennt. Nach Max Weber ist es aber nicht die Größe, die eine Stadt kennzeichnet, sondern vor allem ihre Funktion. Sie soll das Miteinander von Menschen ermöglichen, die sich gegenseitig unbekannt sind. Handel, Verkehr, Religion, Kultur, sie alle kommen in der Stadt vor und formen die Umwelt, in der wir leben. Aber auch die Kleidung, die Gewohnheiten, die Sprache, die Gerüche, all das gehört zur Stadt dazu und gibt ihr ihre ganz eigene Identität. Aber wie transportiert man all das in ein Videospiel? Wenn man in der Zeit etwas zurückgeht, dann sieht man, dass Städte in Videospielen lange sehr einfach gehalten waren. Ein frühes Beispiel ist The Sumerian Game, bei dem man die Aufgabe hat, den fiktiven Staat Lagash zu verwalten. 1964 entwirft die amerikanische Grundschullehrerin Mabel Addis zusammen mit dem Programmierer William McKay eine digitale Unterrichtseinheit auf einem IBM 7090. Damit geht Mabel Addis als erste Autorin eines Videospiels und als erste Computerspieldesignerin in die Geschichte ein. Primär textbasiert und begleitet von Audioaufnahmen und Bildern auf einem Diaprojektor, war The Sumerian Game in erster Linie ein Lernspiel, um Schülerinnen und Schülern grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge zu erklären. Mabel Addis nähert sich damit der vielleicht allerersten Videospielstadt auch über ihre Funktion. Mit dem Aufkommen leistungsfähigerer Technik wurden Städte aber auch immer anspruchsvoller und komplexer. Einer der ersten frei erkundbaren Videospielstädte war Antesha aus dem Spiel Antitech von 1983. Antitech war ein Spiel vieler erster Male. Das erste Spiel auf einem 8-Bit-Computer, bei dem man zwischen weiblicher und männlicher Hauptfigur wählen konnte und eins der ersten Spiele des Survival-Horror-Genres. Auch wenn das Gameplay in Antitech im Wesentlichen daraus bestand, die Map zu erkunden und dabei vor riesigen Ameisen zu fliehen, wurde auch hier schon versucht, viel Wert auf Glaubwürdigkeit zu legen. Echte antike Strukturen wie zum Beispiel Friedhöfe, Pyramiden und Theater finden sich in Antesha in vereinfachter Form wieder. Der weite Weg, den Videospielstädte gekommen sind, lässt sich an der GTA-Reihe gut demonstrieren. Von der schachbrettartigen Top-Down-Perspektive der frühen GTA-Teile über die frei erkundbaren, aber wenig interaktiven Städte der 3D-Ära hin zu den beeindruckenden Landschaften und zahlreichen Beschäftigungsmöglichkeiten des HD-Universums.
Seitdem gibt es eine endlos lange Liste an Videospielstätten, die sich an Komplexität und Detailreichtum versuchen zu überbieten. Doch was zeichnet sie eigentlich alle aus? Videospielstätte müssen immer einen Sinn ergeben. Realismus führt zu Glaubwürdigkeit, was wiederum zu Immersion führt. Ein Gefühl der Präsenz, dort im Raum zu sein. Realismus ist im Kontext von Videospielen ein viel diskutiertes Thema. Und das auch nicht ohne Grund. Wenn es um Realismus geht, dann meinen viele die Grafikqualität von Spielen. Aber auch realistische Charakteranimationen oder Gameplay-Mechaniken fallen in diese Kategorie. Sie alle haben gemeinsam, dass sie einem zumindest punktuell das Gefühl geben sollen, das, was wir gerade im Spiel erleben, ist echt. Wir sind wirklich da im Spielgeschehen. Aber Realismus kann auch ins Gegenteil umschlagen. Wenn wir zum Beispiel in Red Dead Redemption 2 jedes Tier einzeln häuten, jeden Gegenstand einzeln aufheben, jede Kugel einzeln craften müssen, dann kann das den Spielfluss stören. Und in diesem Moment enttarnt sich dann auch, dass wir gerade nicht Arthur Morgan sind, der in den Sonnenuntergang reitet, sondern wir selbst, die nur auf einen Bildschirm schauen. Es geht also nicht darum, ein Spiel so realistisch wie möglich zu gestalten, sondern darum, das richtige Maß zu treffen. Denn erst dann kann Immersion wirklich entstehen. Auf die Videospielstadt übertragen bedeutet das, Immersion entsteht dann, wenn die Stadt Sinn ergibt und wir diesen Sinn auch erkennen können. Auf dem Papier klingt es erstmal recht einfach. Ein paar Gebäude und Straßen, eine Handvoll NPCs hier und da, das Ganze am besten noch mit dem Wort City versehen und fertig ist die Videospielstadt. Nur so einfach ist es dann leider doch nicht. Denn die Stadt ist nicht nur eine reine Kulisse, vor der das Spielgeschehen stattfindet, sondern oft auch selbst die Hauptdarstellerin des Spiels. Mit einer eigenen Persönlichkeit und Geschichte. Konstantinos Dimopoulos berät und unterstützt EntwicklerInnen dabei, virtuelle Städte zu designen und ihnen Leben einzuhauchen. Als ausgebildeter Stadt- und Regionalplaner weiß er, welche innere Logik Städte benötigen, um glaubhaft zu sein. Idealtypisch lassen sich Städte in Games deshalb in drei Kategorien einteilen. Real, vertraut und fiktiv. Videospiele können echte Städte nie komplett abbilden. Dafür sind die meisten Städte einfach viel zu groß. Aber sie können sich eng an einer echten Stadt orientieren und sie zumindest auf eine handhabbare Größe reduzieren. Vor dieser Aufgabe stehen unter anderem regelmäßig die EntwicklerInnen der Assassin's Creed-Reihe. Um zum Beispiel Paris in all seinen Facetten ins Spiel zu transportieren, braucht es ganz schön viel Zeit. 2 Jahre hat eine Entwicklerin bei Ubisoft Montreal gebraucht, um alleine die Notre Dame nachzubauen. Und Paris hat noch so einige Wahrzeichen. Damit Paris und genauso auch andere virtuelle Städte auf der einen Seite möglichst detailliert sind, auf der anderen Seite aber trotzdem zeitsparend und effektiv fertiggestellt werden können, muss man manchmal etwas tricksen. Assassin's Creed Unity löst das Problem, indem bekannte Gebäude zwar im richtigen Verhältnis zueinander platziert werden, aber die Entfernungen dazwischen kleiner sind als in echt. Die Architektur der Gebäude, die liebevoll platzierten Details und das rege Treiben der Menschen fangen die Stimmung von Paris zur Zeit der Französischen Revolution sehr gut ein. Reale Städte müssen aber nicht zwangsläufig historisch oder zeitgenössisch abgebildet werden. Auch Zukunftsszenarien können Grundlage virtueller Städte sein. Prag zum Beispiel ist die dystopische Version der Hauptstadt Tschechiens in Deus Ex Mankind Divided. Als Teil des wirtschaftlichen Aufschwungs des Landes entwickelt sich Prag zu einer führenden Weltmetropole. Den rasanten Aufschwung ermöglichten vor allem die zahlreichen mit moderner Technik optimierten Gastarbeiter. Als Millionen Augmentierte weltweit kollektiv die Kontrolle verlieren, kippt die öffentliche Meinung gegenüber Menschen mit Augmentierung. Der sogenannte Opti-Zwischenfall wird zur gesellschaftlichen Zäsur. Augmentierte werden fortan als Bedrohung angesehen und offen diskriminiert. Eine Art der Apartheid hält Einzug in der Stadt. Prag vereint dabei die unterschiedlichen Facetten des echten und des fiktiven Prags. Die historische Altstadt mit ihren bunten Fassaden und engen Gassen und die futuristische Cyberpunk-Ästhetik mit ihrer hypermodernen Architektur. Die zentralen Konfliktlinien, die das Spiel aufwirft, werden nicht ausschließlich von der Hauptstory getragen, sondern lassen sich vor allem zwischen den Zeilen finden, in den frei erkundbaren Straßen und Gebäuden Prags. Während in vielen Spielen ein Großteil der Häuser verschlossen ist, lassen sich in Prag viele Türen auf die ein oder andere Weise öffnen. Entweder indem man ein Terminal hackt, sich mit Gewalt Eintritt verschafft oder den Weg über ein offenes Fenster nimmt. Hinter all diesen Türen befinden sich kleine Geschichten, die durch kurze Nachrichten und Notizzettel erzählt werden und die wir in unserem Tempo erkunden können.
Prag lebt von diesem Environmental Storytelling, das die zentralen Motive der Hauptstory aufgreift und sie auf unaufdringliche, natürliche Weise präsentiert. Und genau das macht die Stadt am Ende so greifbar. Vertraute Städte sind das Bindeglied zwischen realen und fiktiven Städten. Sie sind keine originalgetreuen Abbildungen, sondern freie Interpretationen bekannter Orte. Ein beeindruckendes Beispiel ist nur wenige Kilometer von Prag entfernt, der Utulek-Komplex, oder von den Bewohnern auch genannt Golem City. Ursprünglich als temporäre Unterkunft für die nach Prag strömenden Gastarbeiter gebaut, entwickelt sich der Ort zu einem Ghetto für die augmentierte Bevölkerung. Golem City basiert zwar nicht auf einer echten Stadt, nimmt aber Bezug auf einen real existierenden Ort und verändert ihn. Der Ort ist angelehnt an die Kowloon Walled City, einem ehemaligen Wohnkomplex in Hongkong mit der zeitweise höchsten Bevölkerungsdichte der Welt. 1990 lebten in der Walled City knapp 50.000 Menschen zusammengepfercht auf kleinstem Raum. Keine 4 Quadratmeter Wohnfläche hatte jede einzelne Person zum Leben. Mit ihren dicht aneinander gedrängten Wohnungen, der fast ständigen Dunkelheit, den tropfnassen Straßen und den gefängnisartigen Zuständen hat die Walled City die Bildsprache des Cyberpunk-Genres in großen Teilen beeinflusst. Und auch neuere Titel, wie das vor kurzem erschienene Stray, bedienen sich an der Ästhetik dieses einzigartigen Ortes. Auch Golem City ist ein auf engem Raum gebauter Klotz aus Stahl und Beton, geprägt durch einen extrem niedrigen Lebensstandard und eine hohe Kriminalitätsrate. Golem City schafft es, die Situation der hier lebenden Menschen auf drastische Weise einzufangen. Nach dem Opti-Zwischenfall verkommt der Utulek-Komplex zu einer Art Gefangenenlager. Der offiziell unter der augfeindlichen Regierung stehende Ort wird ab da mit harter Hand kontrolliert. Neuropuzin, ein Medikament, das Augmentierte zum Überleben brauchen, wird von der Polizei künstlich zurückgehalten. Die Bewohner von Golem City leben in ständiger Angst. Und diese Angst ist für mich als Spieler in jeder Sekunde spürbar. Und dann ist da noch City 17, einer der Haupthandlungsorte aus der Half-Life-Reihe. Eine nicht näher definierte Großstadt im Osten Europas mit einem gigantischen, fremdartigen Wolkenkratzer aus Metall in seinem Zentrum. Nachdem die Menschheit gegen die außerirdischen Combine eine vernichtende Niederlage erleidet, wird die Stadt zum Exempel für die außerirdischen Besatzer auf der Erde. Besonders macht City 17 unter anderem, dass es im Gegensatz zu vielen anderen Spielen zu der Zeit einen Schauplatz wählt, der nicht in den USA liegt. Einer der Gründe, warum wir Osteuropa als Schauplatz mochten, war, dass es den Zusammenprall von Altem und Neuem auf eine Weise repräsentiert, die in den Vereinigten Staaten nur schwer zu erfassen ist. Wenn man dorthin fährt, kollidieren all diese Dinge miteinander. Die neue Architektur, die alte Architektur, der Fall des Kommunismus. Man hat das Gefühl, dass es sich um einen tief verwurzelten historischen Ort handelt. Sofia, die Hauptstadt von Bulgarien zum Beispiel und Heimatstadt von Art Director Viktor Antonov, war eine der Haupteinflüsse für City 17. Doch auch andere osteuropäische Großstädte standen für die Stadt Pate. Der Bahnhof etwa erinnert stark an den Westbahnhof in Budapest und der Overwatch-Nexus wiederum ist deutlich an das Parlamentsgebäude in Belgrad angelehnt. Und vor diesem Hintergrund ragt die Citadel in den Himmel, das Hauptquartier der Combine auf der Erde und gleichzeitig auch Symbol ihrer Überlegenheit. Die Citadel dient im Spiel zum einen als Orientierungspunkt, zum anderen gestaltet sie aber auch die Stimmung in City 17 maßgeblich mit. Gebäude unterschiedlicher Baustile, verfallene Häuser und außerirdische Konstruktionen erzeugen ein einzigartig beklemmendes Gefühl. Auch Aspekte wie das Wetter und ein stark heruntergefahrenes öffentliches Leben zahlen auf die bedrohliche Stimmung ein, die eine Besatzung feindlich gesinnter Aliens mit sich bringt. Fiktiven Städten fehlt ein entsprechendes Pendant in der realen Welt. Umso herausfordernder ist es, sie glaubwürdig zu gestalten. Gleichzeitig bieten fiktive Städte aber auch ganz andere kreative Möglichkeiten. Die Regeln echter Stadtplanung zum Beispiel spielen hier nur eine untergeordnete Rolle. Für Stadtforscher und Game Designer Konstantinos Dimopoulos gibt es 3 zentrale Fragen, die man sich bei der Entwicklung einer fiktiven Stadt stellen sollte. Erstens, wo ist die Stadt? Zweitens, wann ist die Stadt? Und drittens, wie groß ist sie? Nehmen wir als Beispiel Hengsha aus Deus Ex Human Revolution. Hengsha ist eine kleine Insel in China im Jahr 2027 mit einer so hohen Bevölkerungszahl, dass sie nur mit viel Einfallsreichtum überhaupt auf die kleine Insel passen. Als es mit dem Platz nicht mehr reicht, entscheidet sich Hengsha, eine zweite Stadt über der ersten zu bauen.
Der obere Teil wird gehalten von einer Konstruktion namens Pangu, benannt nach der chinesischen Gottheit, die Yin und Yang voneinander getrennt hat und so Himmel und Erde geschaffen hat. Dieses gigantische Bauwerk spaltet wenig subtil auch die Gesellschaft in Hengsha. Während die Reichen im oberen Teil in künstlich angelegten Parks echte Pflanzen bestaunen können, bekommt die arme Bevölkerung nur künstliches Licht statt echten Sonnenstrahlen ab. Auch wenn sich Hengsha abgesehen von einigen wenigen Missionen nur bedingt erkunden lässt, können wir aus dem, was wir sehen, vieles von dem erahnen, was das Leben in Hengsha ausmacht. Viel Herzblut und Detailreichtum ist auch in die Stadt der Träume, Night City, geflossen. Die Megametropole ist gebaut auf einer umfassenden Hintergrundgeschichte, basierend auf dem Pen-and-Paper-Universum des Schöpfers Mike Pondsmith. Die Geschichte von Night City ist blutig und komplex. Eine Mischung aus den gut gemeinten Plänen eines erfolgreichen Geschäftsmanns, der von der perfekten Stadt träumt, und den zahlreichen Konflikten zwischen kriminellen Gangs und geldhungrigen Konzernen. Das Ergebnis ist eine hyperkapitalistische Megastadt, in der das Recht des Stärkeren herrscht. Konzerne kontrollieren die Stadt, Gangs kontrollieren die Straßen. Diese Logik findet sich zum Beispiel auch in der Architektur von Night City wieder. Der Bau von Hochhäusern und Gebäudekomplexen orientiert sich nicht an den Bedarfen der Bevölkerung, sondern ausschließlich an der Profitgier der Unternehmen. Deshalb wird jeder Zentimeter Fläche auch mit der größtmöglichen Effizienz genutzt. Megablocks mit über 100.000 Einwohnern funktionieren wie eigenständige Städte innerhalb von Night City, mit Unterhaltungsangeboten und allem, was es zum täglichen Leben ebenso braucht. Die Unterbringung von Menschen ist in Night City eine rein wirtschaftliche Frage, die von Gewinnmaximierung und Prozessoptimierung bestimmt ist. Night City ist mit keiner heute existierenden Stadt vergleichbar, aber die in epischer Breite ausgearbeitete Hintergrundgeschichte, die Fülle unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und das charakteristische Stadtbild machen Night City zu einem Ort, der genauso gut echt sein könnte, in einer vielleicht gar nicht mal so weit entfernten Zukunft. So faszinierend wie Städte auch sein können, sind sie nur eins von vielen Bausteinen, die am Ende das fertige Spiel ergeben. Gleichzeitig sind sie oft der zentrale Dreh- und Angelpunkt der Geschichten, die wir in Spielen erleben. Der kleinteilige Nachbau der Notre Dame, die originalgetreuen Fassaden Prags oder die vielen Straßennamen in Los Santos sind dabei weit mehr als nur nette Gimmicks. Der hohe Detailgrad dient dazu, uns besser in die Spielwelt eintauchen zu lassen. Dabei geht es nicht darum, dass die Stadt möglichst realistisch ist, sondern dass sie sich glaubwürdig in die Welt, in der sie existiert, einfügen kann. Denn am Ende entscheiden wir in dem Moment, wo wir über Los Santos als Stadt sprechen und eben nicht als Level, dass wir hinter den virtuellen Fassaden tatsächlich eine Stadt erkennen können. Das gilt umso mehr für komplett fiktive Städte. Sie bieten die größten Freiheiten, erfordern aber auch eine besonders ausführliche Planung. Oft sind fiktive Städte bewusst übertrieben, aber weisen damit auf Zustände im echten Leben hin. Night City ist vor allem deshalb so faszinierend, weil sie eine Welt repräsentiert, die keine Grenzen kennt. Mit all den technologischen Wundern, die sich daraus ergeben, aber insbesondere auch mit ihren Schattenseiten. Damit zeichnet die Stadt mögliche Szenarien für unsere Zukunft und wird zur Projektionsfläche unserer eigenen Sehnsüchte und Ängste. Plötzlich müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, was es für uns Menschen und den Planeten bedeuten würde, wenn nur noch große Konzerne unser Leben bestimmen und wie wir uns als Individuen in dieser Welt eigentlich zurechtfinden würden. Wenn man sich Gedanken über Videospielstädte macht, macht man sich automatisch auch Gedanken über die echte Welt und erkennt vielleicht Probleme, die man sonst vielleicht nicht sehen würde. Wir können die Geschichte eines Ortes hautnah erleben, wir werden zu Zeitzeugen und zu Zeitreisenden. Im Kern geht es immer darum, die Funktionen und Besonderheiten einer Stadt zu verstehen, um ein klares Bild davon zu bekommen, was diese Städte eigentlich in uns auslösen sollen. Sollen sie angsteinflößend, erdrückend, lebenswert oder hoffnungsvoll sein? Oder vielleicht irgendwas dazwischen? Nicht zuletzt wird eine Stadt dadurch lebendig, welche Assoziationen, Fantasien, aber auch Widerstände sie in uns weckt. Wie eine Figur in einem Theaterstück. Nur wenn wir am Ende etwas in uns spüren, ist die Stadt mehr als die Summe ihrer Fassaden und Wahrzeichen und lebt in uns weiter, auch wenn wir das Pad schon längst zur Seite gelegt haben. Hey, vielen Dank, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig drüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und
Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann lasst doch auch gerne ein Abo da und aktiviert auch gerne die Glocke. Mich würde vor allem mal eure Meinung interessieren. Was braucht denn eine Videospielstadt für euch, um glaubhaft zu sein? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Außerdem habe ich euch hier noch mein letztes Video verlinkt. Da geht es um das Thema Dark Souls und Depression. Vielen Dank vor allem an euch, dass ihr dran geblieben seid und hoffentlich bis zum nächsten Mal.